Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Dualseelenastrologie am 16. Mai 2018. Ich werde in Zukunft täglich diese Aufnahmen veröffentlichen, Dualseelenastrologie. Bei diesen Aufnahmen geht es nicht darum, wie bei Tageshoroskopen, welche Einflüsse wir haben, was sichtbar, greifbar, fühlbar ist, sondern hier geht es um Geheimnisse, um die Verborgenen, auch in diesem seelischen Prozess. Das, was man, vielleicht fühlt man das, aber das ist alles Licht im Verborgenen oder wir verdrängen das gerne. Es ist nicht so sichtbar, nicht so greifbar und wir holen diese Geheimnisse an den Oberfläche. Auch Themen, was im Verborgenen liegt oder in verschlossenen Türen passiert, die Geheimnisse. Die Geheimnisse werde ich bei diesem Aufnahmen beschreiben. Dualseelen. Was bedeutet überhaupt dieses Begriff? Das ist nicht mein Begriff. Ich habe das übernommen, weil viele Prozesse im Liebepartnerschaft wird so bezeichnet. Dualseelenprozesse. Aber wir trennen mal die beiden Worte. Seele. Seele ist eigentlich untrennlich. Seele lebt in unserem Inneren und unsere Seele ist unsterblich. Das heißt, wenn wir sterben, hinterlassen wir Materie, hinterlassen wir unseren Körper, aber die Seele verlässt die Erde, kehrt zurück im Himmel und natürlich kommt ein Rückblick und wenn das sein soll, dann kommt die Seele zurück wieder auf die Erde, wenn da bestimmte Lernprozesse noch da sind. Die Ziel ist Befreien von diesem Karma. Und es gibt natürlich in unserem Erdenleben viele Enttäuschungen oder Schmerz, besonders in der Liebe, Partnerschaft. Und man könnte sagen, das sind zerbrochene Herzen. Und die Seele kann zwar nicht teilen, aber eine Seele kann auch zerbrochen sein. So wie gibt es auch zerbrochenen Herz. Und wenn zwei zerbrochene Seelen sich treffen, dann entsteht diese Zweisamkeit. Da spiegelt sich etwas. In dem Sinne können wir schon als Dualseelenprozessen sprechen. Dual bedeutet Dualität, also zwei. Hier braucht man zwei dazu. Das heißt, zwei Personen, Mann, Frau, natürlich kann Mann, Mann, Frau, Frau. Das gibt auch mit Gleichgeschlechten auch, entsteht auch Liebe. Aber im Regel handelt sich das um einen männlichen und einen weiblichen Personen. Sie begegnen sich, die Seelen begegnen sich. Ich könnte auch sagen, das sind karmische Begegnungen. Das heißt, die Seele kennt sich von früher und das war eine unerfüllte Liebe. Sonst müsste man das nicht wiederholen. Und hier und jetzt ist natürlich wichtig, das nochmal erleben und die Entscheidung treffen, entweder in diese Beziehung einzugehen und eine schöne, harmonische Liebepartnerschaft leben, glücklich zu sein. Das Schicksal schenkt diese Chance und das sind diese Begegnungen. Oder wenn das wirklich nicht funktioniert oder eine oder andere ist nicht bereit, sich zu verändern, dann ist besser das Beenden, Loslassen, damit die Chance da ist für eine neue Begegnung, weil die Ziel ist nicht das Leid, sondern die Ziel ist glücklich zu sein, auch in die Liebe, Partnerschaft. Und das schauen wir an bei diesem Aufnahmen Dualseelenastrologie, weil das ist nicht nur die Tag, was wir anschauen, und das ist heute die 16. Mai 2018, und das ist nicht die Energie, was spürbar ist, sondern die verborgenen Energie. Ich hole das alles raus und
vermittle, wir bringen das ins Licht, sondern wir machen eine Rückschau. Wir blicken zurück in die Vergangenheit. Welchen Tag war so ähnlich die Energie? Wo liegt die Verbindung? Und das diesmal ist der 14. November 2017. Also wir schauen zurück in die Vergangenheit, 14. November 2017. Wenn jemand von euch sagt, ah, da passiert nichts oder ich kann gar nicht erinnern, dann ist gut, wenn ihr diese Aufnahmen verfolgt, weil es wird sicherlich ein Tag kommen, wo ihr dann sagt, ja, das spricht mich an, genau in diesem Tag ist was Wichtiges passiert. Dann kommt die Zeitqualität, was euch dann anspricht. Aber wenn jemand erinnern kann auf diesem 14. November 2017, dann ist gut, dass ein Rückblick, weil diese Energie ist wieder da. Es ist zwar unbewusst, es ist im Unbewussten und viele vielleicht verdrängen das oder wollen sie gar nicht wahrhaben. Oder viel passiert mit Kopf und hört man nicht auf dem Gefühlen. Wir holen diesen Gefühlszustand wieder zurück, damit wir das nochmal anschauen, weil das sagt heute etwas. Entweder passierte in diesem 14. November 2017 etwas, was heute auch eine Bedeutung hat, weil da liegt die Erinnerung. Oder die Gefühle sollen wir nochmal anschauen. War das ein schönes Gefühl? Dann könnt ihr das wieder lebendig machen und auf diesen Gefühlen vertrauen, weil das wird jetzt befestigt. Oder war das eher ein Gefühl, die Traurigkeit, dann soll das auch hochkommen in Oberfläche, weil wir können nicht immer alles unter dem Teppich kehren, weil das tut dann auch weh oder entstehen auch Krankheitsbilder zum Beispiel und die Ursache liegt an diesen verdrängten Gefühlen. Wenn das eine Stimmung war oder ein Gefühlszustand war in diesem 14. November, dann sollen wir dieses Gefühl wieder spüren und bereinigen. Oder wenn das sein muss, eben die Tränen fließen lassen, dass es alles rauskommt. Oder war das Wut, dann soll man das auch diese Wut rauslassen. Raus aus dem Wald und mal schreien, damit das nicht im Körper wie eingeschlossen ist, weil das kehrt immer wieder zurück. Und das ist der heutige Tag, wo auf diesen 14. November wir erinnern. Energetisch steht eine Verbindung da. Welchen Themen war in Vergangenheit? Bei vielen Menschen war die Thema, das unausgesprochene Wort, die Bedürfnis war da nach Klarheit, auch beruflich, aber auch in die Liebepartnerschaft auch. Mal endlich die Klarheit und die Wahrheit zum Wissen. Und diese unausgesprochenen Worte, weil die andere spricht nicht. Oder ihr traut es nicht zum Sagen. Oder ihr habt damals gedacht, es ist vielleicht kluger, besser, wenn ich jetzt mal nichts sage. Ich halte mich zurück. Dann entsteht ein Gefühl, die Sperre, wie eingesperrt zu sein. Die Worte werden nicht ausgesprochen, obwohl die Bedürfnis ist da. Dann auch die Sehnsüchte, die Wünsche, die Sehnsucht nach dieser Liebe. Natürlich kann auch beruflich auch sein, die Sehnsucht, die Wunsch nach der Berufung, aber die Zweifel, ganz, ganz große Zweifel war in diesem 14. November und jetzt holen wir diesem Gefühlen wieder hoch. Wir sprechen das aus, was wir sagen wollen, wenn die Umstände wieder so sind, dass ihr nicht direkt kommunizieren könnt, weil ihr habt Angst, dass er zurückzieht oder weil er sich nicht zuhört. Oder das ist vielleicht nicht diplomatisch, dann spricht das andere Art und Weise aus, das mit dieser Sperre einfach auflöst. Dann spricht mit Gott oder geht ihr in Natur und spricht das laut aus, was ihr sagen wollt. Das ist die verdrängte, verborgene Energie und es liegt zurück an diesem 14. November 2017. Wie könnt ihr das in Ordnung zu bringen? Wie ist die Verbindung zwischen euren Partner, Wunschpartner?
Also ein gewisser Ausgleich ist möglich. Aber damit ein Ausgleich kommt, auch in die Liebepartnerschaft, ist auch wichtig, die inneren Gleichgewicht, die inneren Harmonie. Und das ist sehr gut möglich, weil durch den Mondeinfluss ist eine gewisse Leichtigkeit da. Mond bewegt sich jetzt gerade in Tierkreiszeichen Zwillingen und damals war in Tierkreiszeichen Waage und verbindet sich zwei Luftelemente, was natürlich auch eine harmonische Verbindung ist und die Luftelement schenkt die Leichtigkeit und auch die Befreiung. Befreiung von etwas, was ihr damals unterdrückt haben und das sind die unausgesprochenen Worte. Oder die Zweifel, weil ihr wünscht etwas oder habt ihr Sehnsucht gehabt und ihr habt daran gezweifelt. Diese Gefühle wurden auch unterdrückt. Und heute ist eine sehr gute Energie für die Liebe. Das werde ich aber noch im Tageshoroskop auch erwähnen, weil Mond bewegt sich im Zwillingen und auch Venus bewegt sich im Zwilling. Mond nähert sich zu diesem Liebesplanet, morgen erreicht Venus. Und was wichtig ist bei dieser Venus-Energie, Venus steht im Diamant. Das heißt, steht ganz nah zu der Sonne und bewegt sich auch schnell. Das bedeutet auch Schnelligkeit in die Liebe, Partnerschaft. Aber das erkläre ich ganz genau in meinem Tageshoroskop. Nur zum Wissen, dass wir eine ganz starke Liebesenergie haben. Und morgen verstärkt es noch mehr, weil der Mond vereint sich mit diesem Liebesplanet, mit diesem Venus-Energie. Natürlich ist es ein wunderbarer Tag, Ritual zu machen, ein Liebesritual zu machen, vor allem, weil Venus eben in diesem Diamant steht. Welche Möglichkeiten sind, das zu besprechen? Schauen wir die Kommunikation an. Es sind immer noch Unsicherheiten da. Soll ich sagen? Soll ich nicht sagen? Wie soll ich das formulieren? Was hilft? Das ist Thema Reisen. Wenn ihr so in die Richtung kommuniziert, was hast du vor im Urlaub? Oder warst du in die letzte Zeit im Ausland? Oder erzähl mal etwas über deine Reise. Oder über Fremdsprache. Das sind die Themen, wo der andere, euren Partner, Wunschpartner, sofort zuhört. Ah ja, über Reise, ja klar, wir können darüber unterhalten. Oder über Fremdsprachen. Wenn jemand eine neue Fremdsprache lernt, das zum Erzählen, stell dir vor, ich lerne die und die Sprache. Das sind die Themen, wo ihr die Gespräche öffnen könnt und da habt ihr schon die Kontakt, die Verbindung. Also nochmal, Reisen, Urlaub, Ausland, Fremdsprache, all diese Themen könnt ihr ansprechen, weil das öffnet sich die Kommunikation. Was die Liebepartnerschaft betrifft, die heutige Energie, das ist wieder unterdrückte Energie und das hängt mit dieser Vergangenheit zusammen. Es ist die Energiefeld von damals und heute steht in einer Mischung, in einer Verbindung und da sollen wir das energetisch in Harmonie bringen und ich gebe die Ideen, was ist, was gut wirkt und worüber sollen wir weniger sprechen, weil das wirft alles zurück. Sexualität wäre ein Thema, was mehr anspricht den anderen, euren Partner, Wunschpartner oder nicht nur die Sprache, sondern eben die Sexualität leben. Die Sexualenergie ist stark geprägt. Die anderen Bereiche wie Romantik oder romantische Gespräche, da ist der andere eher zurückhaltend. Also könnt ihr das vielleicht besser einordnen, welche Richtung ist die fließende Energie, das ist heute eher die sexuelle Energie und die romantische, über Romantik zum Sprechen oder Planen, das ist die andere oder Versprechungen über die Zukunft, dass es eine feste Partnerschaft wird oder Heirat. Da ist der andere nicht ganz offen für diese Gespräche. Also lieber dann diese Art von Gesprächen vermeiden. Dann, wie ich schon sagte, über Reisen zum Sprechen, dann ist die Kommunikation viel, viel leichter. Was die Handlungsweise betrifft, wo setze ich ein, wie kann ich mich durchsetzen,
Da ist immer noch Spannung da. Also es ist sehr schwierig, jetzt uns durchsetzen, sehr, sehr schwierig, dann eher passiv zu verhalten. Das heißt, die Aktivität, die Bewegung, das kann auch Sport sein oder aktiv zu sein jetzt in Beziehung oder aktiv handeln, dass die andere auch mal zum Bewegung kommt. Wie steht das zu Mann und Frau? Sehr schwierig, es ist eine Spannung da. Eine ist unbeweglich und will das nicht. Das ist aber nur die heutige Energie, weil morgen kommt die Harmonie. Also jetzt nicht vorschlagen, heute nicht vorschlagen, oh, könnten wir vielleicht was machen oder wir machen jetzt Sport oder fahren wir hier oder mal da, wir unternehmen etwas, dann kommt mit großer Wahrscheinlichkeit heute ein Nein. Aber morgen ist die Energie besser, anderes, ganz anderes kommt in Harmonie. Morgen ist die Aktivität natürlich schon da. Dann, was kommt in Oberfläche bei der heutigen Energie? Was ist im Verborgenen? Was ist, was nicht sichtbar ist, was wir nicht sehen, nicht greifen können oder was unterdrückt wird? Welche Energie wirkt im Unbewussten? Und das sind die Geheimnisse, die Astrologie. Welche Geheimnisse sind heute da? Thema Arbeit ist sehr wichtig. Aber das wird auch kommen unterdrückten Gefühlen. Das heißt, viele Menschen haben Angst um den Arbeitsplatz oder haben sie Angst um eine Kündigung. Und das sind auch verdrängten Gefühlen. Man spricht nicht darüber, man unterdrückt diese Gedanken, unterdrückt diese Angst. Also das ist so unterschwellig, diese Angst um den Arbeitsplatz und auch existenzielle Ängste. Dann heute sind nochmal Geheimnisse. In dieser Aufnahme spreche ich nur die Geheimnisse an, die anderen Botschaft wie Tagesenergie, wie das kosmische Energie auf dem Tag wird, das läuft weiterhin in mein Tageshoroskop und hier nur die Geheimnisse. Welche Geheimnisse ist noch da? Im Freundeskreis, Bekanntenkreis sind Enttäuschungen, Täuschungen. Es kann auch eine Gruppe von Menschen sein, wie eine Partei oder ein Verein. Also achtsam sein, weil ihr werdet in diesen zwischenmenschlichen Begegnungen Enttäuschungen erleben. Also eher vorsichtig sein. Aber es sind auch Geheimnisse, weil sie zeigen das nicht direkt, sondern sie zeigen das im Verborgenen. Was passiert noch? Die Gespräche, das heißt auch geheime Gespräche. Es ist nicht schön und nicht angenehm, sollen wir auch darauf achten. Was können wir überhaupt jemand vertrauen? Ja, wir können jemand vertrauen, aber wir sollen überlegen, wen vertrauen wir, weil das kann passieren, dass unserem vertrauten Gesprächen weiter erzählt wird und das führt natürlich zu Enttäuschungen. Das ist natürlich auch eine Energie, was im Verborgenen liegt, geheime Gespräche, entweder weil unserem vertrauten Gespräch weiter erzählt wird oder es laufen irgendwelchen Gesprächen, was wir nicht mitkriegen, was hinter den geschlossenen Türen passiert. Wo wir aber Glück haben, das verdrängen wir vielleicht auch gerne, das sind auch verdrängte Emotionen, aber das wäre auch Gutes zum Leben und wirklich auch lebendig machen, das ist die Sexualenergie, weil damit können wir die Beziehung beleben oder das befreit auch, also das fließt, das ist eine Energie, was uns auch stärkt, also das sollen wir auch bewusst wahrnehmen. Und das war meine heutige Dualseele-Astrologie am 16. Mai 2018. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.